Robert Devreux, zweiter Graf von Essex, war fraglos eine Nervensäge. Als er im Staatsrat zum wiederholten Male über die Politik von Englands allseits geschätzter Königin Elisabeth I. nörgelte, versetzte die ihm eine schallende Ohrfeige und schrie: "Geht zum Teufel!" Voller Wut wollte der Graf zum Degen greifen, woran ihn einige Höflinge gerade noch hindern konnten. Damit begann eine Affäre, die Essex schließlich seinen Kopf kosten sollte. "Hütet euch vor weiterem Ungehorsam, der für euch die allergrößte Gefahr bedeutet", schrieb Königin Elisabeth I. im April 1589 warnend an Essex: "Das könnte wie ein Motto über dem kurzen Leben dieses Mannes stehen." 1565 als Sohn eines verdienstvollen Beamten geboren, kam er schon als 17-Jähriger an den Londoner Königshof. Sein Stiefvater, der Graf von Leicester, führte ihn dort ein, jener Mann, dem viele eine intime Beziehung zur Königin nachsagten. Elisabeth, die sich gern jungfräuliche Königin titulieren ließ, ist ein Mysterium in Bezug auf ihr Verhältnis zu Männern. Die seit 1558 regierende Monarchin hatte sämtliche Heiratsanträge europäischer Fürstenhäuser ausgeschlagen, bis sie zu alt für eine Hochzeit und vor allem zum Kindergebären war. Ihr Bräutigam sei allein England, betonte sie, aber man munkelte. Wie dem auch sei, Elisabeths politische Erfolge stehen außer Zweifel. Sie hatte sich de facto Schottland untertan gemacht und 1588 eine Invasion der spanischen Armada mit Glück ebenso wie mit militärischer Tüchtigkeit abgewehrt. Just in diesem Jahr starb aber ihr Vertrauter, der Graf von Leicester, und vieles spricht dafür, dass Elisabeth sich in dessen Stiefsinn Ersatz suchte. Robert Devreux war ein schmucker Bursche, schlagfertig und voller Ergebenheit für seine Herrscherin. Als ihre Liaison 1589 begann, zählte Essex 22 Jahre, während Elisabeth bereits 56 Jahre alt war. Wie genau sich ihr Verhältnis gestaltete, bleibt ein Geheimnis. Man weiß aber, dass Elisabeth einen für ihr Wesen untypischen Wutanfall bekam, als sie 1590 von der Hochzeit erfuhr. Essex glich das wieder aus, indem er der Königin Gedichte schrieb, die deren Schönheit auf eine nachgerade peinliche Weise lobpreisen. Elisabeth hatte sich langsam an die ehelichen Eskapaden ihrer Günstlinge gewöhnt, und so legte sich der Sturm schneller wieder, als Essex gehofft hatte, konstatiert Neville Williams in seiner Biografie Beherrscherin eines Weltreiches. Ab 1591 zog die Königin ihren Favoriten bei Staatsangelegenheiten heran. Er hielt den Oberbefehl über ein Korps zur Unterstützung des französischen Königs Heinrich IV., wurde 1593 Mitglied des Geheimen Staatsrates und 1596 mit einer militärischen Unternehmung gegen die spanische Hafenstadt Cadiz beauftragt. Sehr zum Unmut ihrer Ratgeber vermischte Elisabeth private mit politischen Belangen. Einer ihrer fähigsten Berater, Francis Bacon, warnte die Königin: "Möge Eure Majestät den Grafen Essex mit allen Ehren bekleiden, in eurer Nähe dulden als Stern eures Hofes, aber keine Politik, keinerlei Kriegsmacht in die Hände dieses Feindtasten." Essex genoss derweil in kindischem Stolz die königliche Gnadensonne und nutzte Elisabeths zwischen Eifersucht, Leidenschaft und Freigebigkeit schwankendes Verhalten gründlich aus. So ließ er den königlichen Leibarzt Rodrigo López aus gekränkter Eitelkeit verhaften, dichtete ihm ein Giftmordkomplott an und presste der Königin 1594 das Todesurteil gegen den völlig unschuldigen Mann ab. 1597 zum Großmeister der Artillerie ernannt, benahm Essex sich so anmaßend, dass die Königin innerlich vor Wut bebte. Doch sie kam von ihrem Galan nicht los, der ein wüstes Leben führte und öffentlich bekannte: "Schöne Jungs würden ihn mehr als Frauen reizen." "Sie liebte diesen Mann", schrieb Elisabeths Biografin. "Als einen Gefährten im Reiche des Geistes? Als Muster schöner Männlichkeit? Oder gar als die menschgewordene Erfüllung ihres geheimsten, qualvollsten Sehnens nach einem Sohn?" Die Königin hat es niemandem verraten.
Schließlich ernannte Elisabeth ihn 1598 zum Vizekönig von Irland. Dort war unter dem Grafen von Tyrone ein Aufstand ausgebrochen, den Essex niederwerfen sollte. Im März 1599 zog er mit 16.000 Mann auf die Insel, um diese irischen Strauchdiebe zu züchtigen. Doch seine kriegerischen Fähigkeiten erwiesen sich als gering. Die schlecht bewaffneten Iren fügten seiner Armee mehrere Niederlagen zu. Im Juli schrieb ihm Elisabeth vorwurfsvoll, sie würde seinetwegen kläglich dastehen vor den Augen der Welt, und stellte wenig später fest, sein Vorgehen sei nichts als eine ruhmlose und nutzlose Vergeudung, und was folgt, wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch nur verderblich und schimpflich sein. Wohl wahr, denn am 6. September musste Essex einen Waffenstillstand mit dem Grafen von Tyrone schließen, was einem enormen Prestigeverlust Englands gleichkam. Der Graf wollte vollendete Tatsachen schaffen und eilte gegen den ausdrücklichen Befehl Elisabeths nach London. Hier kam es am 28. September 1599 zum finalen Eklat. Kurz nach 10 Uhr stürmte Essex mit verdreckten Reitstiefeln in den Palast. Er eilte durch Audienzzimmer und Geheimkabinett, wo er verdutzte Pagen und Hofdamen beiseite stieß, um dann in das private Schlafgemach der Königin einzudringen. Dort sah er Elisabeth, die eben erst aufgestanden war, wie sie noch nie zuvor ein männlicher Untertan erblickt hatte, ohne Perücke und Schminke, ohne Halskrause und Juwelen, eine gealtete Frau von 66 Jahren. Elisabeth warf Essex hinaus und ließ ihn internieren. Vor einem Gerichtshof musste er sein Vorgehen in Irland rechtfertigen, was ihm gründlich misslang. Am 3. Juni 1600 wurde er sämtlicher Ämter enthoben, aber freigelassen. Essex missbrauchte die Gnade der Königin, da sie ihm verboten hatte, jemals wieder am Hof zu erscheinen, und dann nahm er Anfang Februar 1601 in London einen wahnwitzigen Schritt. Mit einer Bande von Abenteurern plante er, Tor und Palast zu besetzen und Elisabeth eine Ernennung zum Lord Protector von England abzutrutzen. Er wollte dadurch vor allem seine immensen Schulden loswerden und verkündete, die Königin, geistig ebenso krumm und schief wie körperlich, werde sich nicht widersetzen. Die Revolte scheiterte, und nun hatte Essex seine Rolle ausgespielt. Elisabeth ließ den französischen Gesandten wissen, ein Verrückter und Undankbarer hat endlich enthüllt, was er schon lange im Sinn trug. Man verurteilte den 33-Jährigen am 24. Februar 1601 als Hochverräter zum Tode. Alles, was er mir angetan hat, kann ich verzeihen, aber ich kann niemanden vergeben, der England schaden will, sagte Elisabeth und unterzeichnete Minnes das Urteil ohne Zögern. Essex wurde am 25. Februar 1601 im Hof des Tower geköpft. Einst hatte Elisabeth ihm geschrieben, vertraut nicht allzu blind auf euer morsches Schiff, denn das Glück ist auf dem Ozean nicht immer gewogen. Jan van Vlocken ist Journalist und Historiker und hat zahlreiche Bücher, darunter Geschichten zur Geschichte sowie zur Militärgeschichte, veröffentlicht. Er lebt bei Berlin.